Zahlen also heute von der Citigroup, die sind gerade veröffentlicht worden. Wir besprechen sie jetzt mit Roland Hirschmüller, Chefaktienhändler der Baader Bank in Stuttgart. Herr Hirschmüller, die Zahlen kommen nach und nach rein. Schönen guten Tag natürlich. Frisch eingetroffen, auf den ersten Blick, wenn ich es richtig gesehen habe, ein bisschen besser als gedacht. Ja, auf den ersten Blick eine Fortsetzung der Zahlen, die wir am Freitag von Wells Fargo und JP Morgan gesehen haben. Auch hier wurden die Schätzungen, die Erwartungen geschlagen bei 1,29 Dollar nach 1,17 Dollar, was erwartet war. Was recht positiv hier bei diesen Zahlen zunächst ins Auge sticht, ist auch die Einnahmenseite, das Einnahmenwachstum, das es hier gegeben hat, also ein leichtes Einnahmenwachstum. Und das war ja der Punkt, was man am Freitag im Nachhinein bei Wells Fargo und JP Morgan bemängelt hat. Hier haben wir kein Einnahmenwachstum mehr gesehen, hier haben wir eine leichte Abschwächung gesehen. Das scheint jetzt bei Citigroup nicht der Fall gewesen zu sein auf den ersten Blick und darum vielleicht auch jetzt die erste Reaktion, die wir am Markt hier haben. Die Citigroup-Aktie circa 2% besser im Trend, während die Aktien vom Freitag, die Zahlen berichtet hatten, ja im Verlauf des Handels etwas nachgegeben haben. Bei mir kommt jetzt gerade noch das Nettoergebnis rein, 3,8 Milliarden US-Dollar, auch das leicht besser als prognostiziert, ja. Also auch ein Milliardengewinn von der Citigroup, wie auch schon JP Morgan und Wells Fargo ja am Freitag. Davon können die europäischen Aktien nur träumen, auch wenn wir gerade gehört haben, Deutsche Bank sagt, es kann langsam wieder besser werden. Ist der Unterschied wirklich nur mit der Schuldenkrise in Europa zu erklären bei den Banken? Ich denke, die Schuldenkrise ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Punkt, aber natürlich profitieren die amerikanischen Banken auch weiterhin vom recht gut laufenden Kapitalmarktgeschäft in Nordamerika. Es ist ja anders wie hier in Europa. Die Unternehmen finanzieren sich hier sehr viel über die Bondemission. Wir haben in Nordamerika bei den Unternehmen sehr viel Bondemission gesehen, was ja den Unternehmen Geld in die Kasse gespielt hat. Auch Börsengänge letztendlich haben wir in Nordamerika gesehen und im internationalen Geschäft gesehen, während wir das in Europa ja fast gar nicht hatten. Und ganz, ganz klar natürlich die Konjunktur in Amerika. Sie scheint etwas robuster zu sein. Wir sehen vor allem im Hausbaumarkt eine Stabilisierung. Und das war ja auch das, was JP Morgan und Wells Fargo vor allem berichtet haben, von Umschichtungen, von neuen Hypotheken, wenn auch nicht mehr so heftig wie im letzten Jahr, so hat man doch noch davon profitiert, dass hier umgeschichtet wurde und man konnte hier in diesem Bereich natürlich gutes Geld verdienen und da ist natürlich das Problem in Europa, hier findet natürlich, was den Bausektor und Hausbausektor angeht, überhaupt keine Belebung statt, ganz im Gegenteil, weitere Abschreibungen drohen hier und das ist wahrscheinlich der Unterschied, was noch dazu kommt, die Vorschriften aus Basel werden in Amerika teilweise blockiert auf die lange Bank geschoben, also auch vom regulatorischen Umfeld bekommen die amerikanischen Banken momentan leichten Rückenwind, würde ich sagen. Jetzt kommen morgen noch die Zahlen von Goldman Sachs. Erwarten Sie da auch eine positive Überraschung? Ja, man ist hier sehr zweigeteilt, was das angeht. Die Analysten von JP Morgan sagen Goldman Sachs etwas vorsichtig. Das Wachstum kann nicht mehr so groß sein. Das Investmentbanking natürlich noch läuft noch gut, aber nicht mehr mit diesen Steigerungsraten. Regulatorisches Umfeld schwierig. Was wird verboten, was wird nicht verboten? Andere Analysten empfehlen die Aktie trotzdem weiterhin zum Kauf. Also ich denke, wir werden auch von Goldman Sachs wieder sehr, sehr gute Zahlen sehen, auch wenn man lesen konnte hier auch in Deutschland in der Presse, für Goldman Sachs soll der Gewinn nicht mehr alles sein. Die ethischen Maßstäbe sollen höher gehängt werden letztendlich. Aber man muss sehen, ich denke, wir werden keine Enttäuschung überleben. Das kann sich Goldman Sachs überhaupt gar nicht erlauben. Die Zeit drängt sehr stark, Herr Hirschmüller. Trotzdem will ich natürlich wissen, welche US-Bank ist gerade Ihr Favorit? Ja, es bleibt konservativ für mich eindeutig Wells Fargo. Dankeschön, Roland Hirschmüller von der Baader Bank in Stuttgart. Schönen Tag noch. Danke. Wiederum.